Wissenschaft, die sich mit der systematischen Auslegung von Rechtsquellen befasst. An deutschen Universitäten befasst man sich jedenfalls während des Studiums überwiegend mit deutschem Recht. Recht hat dabei die Aufgabe, unterschiedliche bzw. divergierende menschliche Interessen ausgewogen in Einklang zu bringen. Zum Beispiel, wie zu verfahren ist, wenn einer eine Pistole hat und ein anderer eine Wurst. Dies macht der Jurist, indem er den jeweiligen Sachverhalt, bei dem die unterschiedlichen Interessen vorliegen, auf eine Norm legt. Also er guckt sich quasi an, wie normal zu handeln gewesen wäre. Hierzu muss er zunächst die entsprechende Norm finden und anschließend auf den Sachverhalt anwenden. Letzteres macht er mit Otze. Hierbei stellt er zunächst eine leitende Frage auf, den sogenannten Obersatz. Als nächstes definiert er die problematischen Wörter, was er mit einer bestmöglichen Auslegung der Norm vollführt. Daraufhin subsumiert er den Sachverhalt unter die Norm, sprich an dieser Stelle legt er den konkreten Sachverhalt und die abstrakte Norm aufeinander. Hierbei geht es regelmäßig um die Wertung der einzelnen Interessen. Anschließend kommt er dann zu einem Ergebnis, nämlich dass der Sachverhalt entweder auf die Norm bzw. den normativen Begriff passt oder eben nicht. Die unterschiedlichen Interessen können sich verallgemeinert gesagt auf zwei Ebenen ergeben. Einmal auf der vertikalen zwischen Staat und Einzelperson. Dann sind wir beim Strafrecht oder öffentlichen Recht. Die andere Ebene ist die horizontale, wenn ein Interessenkonflikt zwischen zwei Bürgern vorliegt. Hier sind wir im Zivilrecht. Und da steigen wir jetzt ein. Wie legt der Jurist Norm auf Sachverhalt im Zivilrecht? Im Zivilrecht geht es ja um unterschiedliche Interessen zwischen zwei Bürgern. In der Praxis kann man sich das in etwa so vorstellen. Zwei Leute, nennen wir sie mal Hans José und Duygu Mariah, treffen aufeinander und sagen, lass uns beide was zusammen machen. Zum Beispiel, ich verkaufe dir einen Stuhl. Oder, wir machen jetzt zusammen ein cooles Hipster-Projekt. Oder, du kannst mit in meine Wohnung einziehen. Oder, lass uns für immer zusammen sein und nie wieder mit irgendjemand anderem in die Kiste steigen, weil wir ja beide doch schon zugegebenermaßen etwas eifersüchtig sind und natürlich Selbstzweifel haben, die es zu umgehen gilt. Dann sagen beide, ja, super nice, klasse, so machen wir es, wir sind uns einig. 2-3 Wochen später ist der schicke Stuhl aber immer noch nicht geliefert worden. Das coole Hipster-Projekt ist plötzlich doch gar nicht mehr so cool, sondern eigentlich totale Kacke. Die Wohnung schimmelt bis unters Dach und der Vermieter hört die ganze Zeit usbekischen Goa-Techno auf volle Pulle oder der Rainer von gegenüber ist ja dann doch viel straffer und lüsterner als das Trauerspiel zu Hause und ist wenigstens nicht so verklemmt. Jetzt sagen beide, nein, semi-edel, voll doch nicht so nice irgendwie, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Der Pöbel beginnt sich zu streiten und rennt zu seinen Homies und schreit, so ein Arsch der andere, ey, ne? Findest du nicht auch, ne? Ist doch so, ne? Sag doch mal, ne? Ich hab doch recht, ne? Und die Homies sagen dann, naja, also so wie du das erzählst und weil ich dich ja auch jetzt mehr kenne als den anderen, sag ich jetzt mal, kann schon sein, dass du da im Recht bist. Und dann geht irgendwann Duygu Mariah vor Gericht und sagt, ich will den Stuhl. Oder, ich will mein Geld wiedersehen, das ich in diese T-Shirt-Produktion gesteckt habe. Oder, ich will, dass der Aschkopf meine Wohnung wieder schön auf Vordermann bringt und seine verdammte Mucke auslässt. Oder, ich will die Scheidung und dass die Kinder jedes zweite Wochenende zu mir und zum tabulosen Rainer kommen und auch schon ganz gerne Schadensersatz für das eine Mal, als unser gemeinsamer Hund auf meinen teuren Perserteppich gereiert hat, weil mein Ex-Mann in Spe ihm ein zu enges Hundehalsband besorgt hat. Und genau hier sind wir bei dem absoluten Ausgangspunkt im Zivilrecht. Es geht immer darum, dass einer was von einem anderen will. Jeden, und zwar wirklich jeden zivilrechtlichen Fall, beginnen wir daher immer mit folgender Frage. Wer will eigentlich was, von wem woraus? Genau daraus bilden wir nämlich stets den allerersten Obersatz von unserem Otze, der Gesamtlösung. Die ersten drei Teile davon kannst du schon ohne besondere Vorkenntnisse beantworten. Also in den Beispielsfällen, wer, Duygu Mariah. Von wem? Hans José. Will was? Den bestellten Stuhl bzw. ihr Geld zurück, das sie in das doch nicht ganz so coole Hipster-Projekt gesteckt hat, bzw. Schimmelentfernung in ihrer Mietwohnung und verdammt nochmal Ruhe, bzw. Scheidung plus Kinder mindestens an jedem zweiten Wochenende plus Schadensersatz für den Kotzfleck auf dem teuren Perserteppich.
Wie man hier gut sieht, geht es im Zivilrecht also quasi immer um einen irgendwie monetarisierbaren Anspruch. Also letztendlich um Kohle. Kurzer Ausflug. Warum ist Geld eigentlich so geil? Geld ist per Definition jedes allgemein anerkannte Tauschmittel und damit eine ausgesprochen feine Sache. Je mehr man davon hat, gegen desto mehr coole Dinge kann man es rein theoretisch eintauschen. Das Praktische daran ist, dass man also nicht allen Scheiß, den man vom grundsätzlichen persönlichen Reichtum her haben könnte, mit sich rumschleppen muss. Geld ist damit letztlich nichts anderes als abstrahiertes Eigentum. Aber warum ist Eigentum geil? Sachen sind seit jeher für den Menschen besonders wichtig. Sie stellen eine Art Verlängerung des menschlichen Arms, der menschlichen Beine oder des menschlichen Kopfes dar. Egal ob Handy, Auto oder Schraubenschlüssel, mit derlei Gegenständen kann der Mensch Sachen machen, die er sonst nicht oder nicht so effizient und schnell machen könnte. Der Beginn liegt dabei historisch betrachtet unglaublich früh. Genau gesagt mit dem sogenannten Faustkeil aus der Good Old Steinzeit. Dabei handelt es sich um einen ausgesprochen geschickt zurechtgeschlagenen Stein, mit dem man so ziemlich alles machen kann. Fleisch jagen, Fleisch töten, Fleisch schneiden oder Fleisch nötigen, wenn Fleisch nicht von derselben Gattung ist und nicht das machen will, was man machen möchte. Zum Beispiel konnte man mit diesem Faustkeil an einen Stock gebunden kleinen Mammutbabys den Schädel spalten, ihn dann mit der scharfen Kante Fell und Fleisch über die Ohren ziehen und seiner Herz-Steinzeitdame ein köstliches Mahl sowie eine schicke Mammutbaby-Fellhandtasche darbieten. Der Faustkeil trägt deshalb auch den Titel Schweizer Taschenmesser der Steinzeit. Ein extremer Vorteil natürlich für denjenigen Steinzeitmenschen, der das beste Fleisch, die beste Höhle und die beste Steinzeitmuschi haben wollte. Und wer einmal den Trick kannte, so ein feines Teil zu bauen bzw. eins geschenkt bekommen hatte, hat das natürlich nicht so schnell aus der Hand gegeben. Dieses Werkzeug wurde vor etwa 1,5 Millionen Jahren erfunden. Unsere Übergattung, der Homo, existiert etwa 2,5 Millionen Jahre. Die Existenz des modernen Menschen, des sogenannten Homo sapiens, ist fossil hingegen etwa nur 300.000 Jahre belegt. Das bedeutet also nicht nur, dass seit mehr als der Hälfte der Existenz unserer Gattung sich diese solcher Werkzeuge bedient, sondern sogar, dass der moderne Mensch, also der Homo sapiens, wie er heute hier so rumeiert, nie ohne Verlängerung seines Körpers durch externe Gegenstände existiert hat. Der Mensch hat sich immer über das definiert, was er hat. Für über 1 Million Jahre waren es Faustkeile, daraufhin Waffen und Zeugs aus Bronze, dann aus Eisen, dann schicke Klamotten und teure Schlösser, in den 90ern schicke Hüte, fette Titten und krasse Karren und heute, wo Zeugs voll so uncool ist, nimmt das geistige Eigentum eine immer größere Rolle ein. Ey, das habe ich zuerst gedacht. Denk das nicht so. Eigentlich geht Eigentum aber noch viel weiter zurück. Schon vor mehr als 100 Millionen Jahren gab es diese Tiere hier, die einen Panzer hatten. Und wenn eines starb, nahm sich ein anderes diesen Panzer. Und dann war der Panzer seins. Man kann jetzt persönlich der Frage, ob Eigentum wirklich geil ist oder nicht, zustimmen oder halt auch nicht. Aber eins sollte einem klar geworden sein. Warum Zivilrecht das mit Abstand größte Rechtsgebiet in der Juristerei ist. Und so will nun eben auch in unserem Beispiel Dugo Mariah einen Stuhl, Geld, eine saubere Bude oder finanzielle Unabhängigkeit von ihrem Noch-Ehemann. Zusammengefasst, Zeugs. Den ersten Teil deines Obersatzes hast du damit schon. Den formuliert man grundsätzlich nicht als Frage, sondern als These im Konjunktiv. Vorliegend würde der Obersatz lauten, Dugo Mariah könnte gegen Hans José einen Anspruch auf Lieferung eines anderen Stuhls haben, beziehungsweise auf Rückzahlung, beziehungsweise auf Mängelbeseitigung, beziehungsweise auf Ehescheidung und Umgangsrecht für die Kinder und Schadensersatz für den beschmutzten Teppich. Es fehlt nur noch die Antwort auf die Frage, woraus? Hier kommen wir zum System der Normsuche im Zivilrecht. Dazu muss man sich zunächst eines nochmal klar machen. Es geht ja immer darum, dass einer etwas von einem anderen will. Aber einfach nur etwas wollen reicht natürlich nicht. Sonst könnte jeder kommen. Ah.
Jeder will von Natur aus schön, klug und reich sein. Da Schönheit und Intelligenz zumindest im Rahmen käuflich oder durch den Besitz cooler Sachen kompensierbar sind, vor allem natürlich reich. Um reich oder reicher zu werden, also mehr zu haben, als man akut hat, braucht man stets Folgendes: einen Anspruch. Wie schon im bisherigen Obersatz angesprochen, braucht jeder Mensch, der von einem anderen etwas haben will, einen Anspruch auf dieses Etwas. Im Zivilrecht brauchen wir also immer einen Rechtsanspruch auf das, was wir fordern. Genauer nach § 194 BGB das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Da wir Juristen aber nicht, wie so oft von unseren lieben Mitbürgern erwartet, alle Gesetzbücher und Paragraphen auswendig kennen und wir im Zivilrecht seit jeher gucken, woraus sich ein Anspruch ergeben könnte, besser gesagt aus der sogenannten Anspruchsgrundlage, hat man sich für die Prüfung über all die Jahre natürlich auch wieder eine Struktur ausgedacht. Der sogenannte Anspruchsaufbau. Den musst du dir von Anfang an einprägen, da du in jeder Falllösung bis zum Ende deiner zivilrechtlichen Tage durchgehen musst. Danach steppst du gedanklich immer folgende Schritte durch. Gibt es vertragliche Ansprüche, quasi vertragliche Ansprüche, dingliche Ansprüche, deliktische Ansprüche und bereicherungsrechtliche Ansprüche? Was das jeweils ist, wirst du bei deinem Studium zunehmend mehr verstehen. Vertragliche Ansprüche sind alle, die aus einem Vertragsschluss entstehen können. Also zum Beispiel ein Anspruch auf Übergabe einer Sache aus Kaufvertrag oder wie oben ein Anspruch auf Renovierung aus dem Mietvertrag. Quasi-vertragliche sind solche Ansprüche, wo nicht wirklich ein Vertrag zustande gekommen ist, aber zwei Leute so doch irgendwie im geschäftlichen Rahmen miteinander in Kontakt getreten sind. Dingliche Ansprüche können sich aus dinglichen Rechten ergeben, vor allem Eigentum und Besitz. Deliktische Ansprüche bestehen, wenn einer eben ein Delikt begeht und dem anderen ein Schaden daraus entsteht. Also zum Beispiel die Duigou Mariah dem Hans José beim Ehestreit derart eine klebt, dass sein Unterkiefer bricht und er ein paar Wochen mit Draht im Maul durch die Gegend wandern muss. Bereicherungsrechtliche Ansprüche kommen grob gesagt in Frage, wenn einer was von einem anderen bekommt, ohne dass ein Anspruch vorgelegen hätte. Also zum Beispiel, Duigou Mariah zahlt aus Versehen 6.000 Euro in das gemeinsame Hipster-Projekt ein, obwohl sie laut Vertrag nur hätte 600 zahlen müssen. Ebenso wie dieser Geldschein hat auch die Prüfungsreihenfolge einen höheren Sinn, den du jetzt allerdings noch nicht vollkommen verstehen kannst. Ganz einfach, weil du diesen Grundtypus erst in den kommenden Jahren immer weiter kennenlernen und ausbauen wirst und dir dann erst nach für nach klar wird, warum das eine vor dem anderen geprüft wird. Beispielsweise werden Ansprüche aus Vertrag vor Ansprüchen aus Delikt geprüft, weil man im Vertrag festgehalten haben kann, dass für gewisse Dinge nicht gehaftet werden soll. Also in unserem Beispiel oben könnten Duigou Mariah und Hans José vielleicht den Ehevertrag festgehalten haben, dass für auf den Teppich brechende Hunde nur bei fehlerhafter Fütterung und nicht beim Kauf zu enger Halsbänder gehaftet werden soll. Wie gesagt, merkt ihr jetzt einfach am besten erstmal einfach die Reihenfolge stupide, ohne sie weiter zu hinterfragen. Vertragliche Ansprüche, quasi vertragliche Ansprüche, dingliche Ansprüche, deliktische Ansprüche, bereicherungsrechtliche Ansprüche.